Und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem Let's Play God of War Ragnarök. Freunde, zurück an der Stelle, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Ich habe noch die eine Kiste eben eingesammelt, die wir am Anfang übersehen bzw. vergessen haben. Und wir machen uns jetzt weiter hier auf die Suche nach Durlin? Ich habe seinen Namen schon fast wieder vergessen. Gleich bei den Felsen, hinter mir ist ein Gebäude. Vielleicht sollten wir dorthin. Auf jeden Fall sollten wir dorthin. Steht völlig außer Frage. Ja, falls du neu auf dem Kanal bist, vielen Dank, dass du reinschaust. Däumchen nach oben auf jeden Fall nicht vergessen, das gilt für alle. Und wie gesagt, falls du neu bist, gerne auch ein kostenloses Abo da lassen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Sie waren meine Idee. Wenn Zeit ist, sie sind in der Bucht gleich hinter dem Tunnel. Wenn Zeit ist, wir haben nie Zeit, Freunde. Zeit ist Geld. Und Geld haben wir keins. Wir haben weder Zeit noch Geld. Ich bin gespannt, was jetzt auf uns wartet. Ui. Oh Gott, das ist schon wieder so viele. Wenn wir uns die Bergbaumaschinen im See auf der rechten Seite ansehen. Man sieht von hier aus die Rauchsäulen. Aber wenn du jetzt Bucht nicht erkunden der Großzügigkeit. Willst, zu Dödlin kommt man offenbar durch das offene Tor links. Ich will erstmal zu Dödlin und dann gucken wir uns auf jeden Fall rechts nochmal um. Und wo lang gehen wir? Wir gehen erstmal hier lang. Wir machen erstmal in der Hauptstory weiter und gehen dann als nächstes da rüber. Wir gehen also zu Dödlin? Logisch. Die Bergbaumaschinen können auch warten. Das sehe ich auch so. Die gucken wir uns später an. Mein Herr. Hier gibt es so viele Möglichkeiten. Oh, wait a minute. Das ist das Sicherheitsbüro. Tja, das Schild da oben, das einen den Kopf einschlagen kann, deutet zumindest darauf hin. Ja, auf jeden Fall. Das sieht sehr sicher aus. wir fahren erstmal hier hinten raus. Weil ich glaube, das vergesse ich bestimmt. Beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass ich das noch vergesse. Wenn wir nicht sowieso nochmal hier lang müssen. Aber ich würde das gerne mitnehmen. Sehr gut, Atreus. Abklingzeit Tau. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Bla bla bla. Oh, guck, und hier ist noch eine Kiste. Sehr gut. Die wir natürlich auch mitnehmen. Geschmiedetes Eisen. Sehr gut. Werden wir auf jeden Fall eine Menge von brauchen. Kann ich da jetzt schon irgendwas tun? Irgendwas konnte ich doch eben schon anvisieren, ne? Aber es wird nicht funktionieren. Ich teste es mal. Okay, nein. Das wird wahrscheinlich gleich da auf uns warten. Dann machen wir erstmal weiter. Ich dachte gerade, der Tropfen kommt wieder. Hier haben wir auch noch was zum Einsammeln. Und jetzt kann ich ruhigen Gewissens dort ankern. Ankern hätte ich fast gesagt, ja. Dort anlegen. Oh, warte mal. Ah, von hier aus kann ich das nicht machen. Nee, okay, das erwartet uns wahrscheinlich dann wirklich gleich dort. Ich bin gespannt. Wir werden es sehen. Jetzt gehen wir erstmal ran da. Ran da. Oh, aufpassen, dass das Schild uns nicht auf den Kopf fällt. Tod durch Schild, man kennt es. Er ist richtig sauer. Nein? Hatte hier jemals jemand einen Termin? Willst du hier was holen, Kumpel? Glaubst du, weil du einen abgetrennten Kopf am Gürtel trägst, nehme ich vor lauter Angst Estrids Erweiterungsvorschlag an? Hm? Wir suchen einen Gefangenen Odins. Er wird in einer Mine festgehalten. Freunde meinten, du kannst helfen. Woher hast du... Ihren Kopf hast du auch damit abgetrennt, ja? Sie war meine Frau.
Tinel und ich haben uns gefragt, wo sie war, nachdem unser Coup hier fehlschlug. Fehlschlug? Ja, komm, komm. Fehlschlug. Faye ist tot. Die Besten sind tot. Und die Überlebenden zahlen den Preis. Ich fürchte, ich kann euch mit eurem Gefangenenproblem nicht helfen. Aber er weiß vielleicht, wie man Odin aufhält und Svartalfheim von den Asen befreit. Ich habe nicht vor, mich nochmal mit dem Allvater anzulegen. Wartet, bevor ihr geht. Was ist das? Eine Strafe. Hygieneverstoß wegen unsachgemäßen Transportes eines Kopfs, 2 Tadel für das Aussprechen des Vornamens des Allvaters und für das Versauen meines Tisches. Eine Strafe? Bezahlt, wann ihr wollt. Ja? Los, aus meinem Büro. Junge, das ist nicht sein Ernst. Hallo. Was genau an raus aus meinem Büro versteht ihr nicht? Du sagtest, sie heißt Tiner? Oh, klar. Danke, schätze ich. Was war das denn jetzt zum Teufel? Okay, das war nicht sehr informativ. Wer dieser Kopf tropft mir mit seinem Mutter den Boden voll? Ich muss doch sehr bitten. Oh, und er spricht sogar. Tinner, das musst du dir ansehen. Bekannt kommt er mir auch vor. Ich hab bloß ein Allerweltsgesicht. Und das ist wohl auch das Einzige, was du hast. Wir sollten gehen. Okay, da sind wir hergekommen und wir gehen jetzt hier hinten raus natürlich. Und es kann sein, dass der Cut eben ein bisschen knifflig war. Tut mir leid, ich habe ein bisschen reingeschissen. Ich hoffe aber dennoch, dass... Also ihr habt nichts verpasst, nichts Mögliches. Das ist keine Strafe. Nicht jetzt, vor uns sind Feinde. Aua! Gauber! Erstmal wieder ein bisschen metzeln. Hinter dir, Kratos! Ich wollte das Schild mal wieder ein bisschen mehr einsetzen. Sauber. Modus ist an. Aua. Ich bin tot. Das war's. Brauch Hilfe. Bitte Hilfe, helfen Sie mir.
Okay, ich brauche erstmal. Ganz kurzen Moment. Okay. Aussichtslos. Aussichtslos, Freunde. Hört euch alle. Schöner Schlag, Kater. Dankeschön. Mach ich öfters so. Ich vergesse immer diese Runenkraft, ne? Ich vergesse sie einfach immer. Also gut, wie ich schon sagte. Ich glaube, Düring zeichnete den Ring aus. Der Zwerg gab uns eine Karte. In etwa. Ja, du hast den gerochen. Aber sie führt wohl zu einer Höhle hinter dem Ring. Oh, lol. Ich bin so dumm. Tier, Dürlin hat uns geholfen. Nicht jeder benutzt Äxte und Pfeile zum Kämpfen. So, machen wir erstmal die Truhe auf. Unglaublich. Manchmal stelle ich mich auch echt schwierig an bei den Gegnern. Ich will dann zu viel auf einmal und dann komme ich in diese Situation, ne? So. Jetzt gucken wir uns erst nochmal in Ruhe um. Weil wir haben ja noch hier dieses große. Genau, das hier. Sehr gut. Mehr Leben. Ich glaube, das war's schon, ne? Gab's hier noch irgendwo eine Truhe? Ich hab's wieder fast vergessen. Hätte irgendwie hatte ich. Ah! Oh Leute, ich drücke jedes Mal meine Wurffähigkeit. Alles kaputt machen. Nicht wieder auf das Feuerding. Warum? Wir schauen uns noch mal ganz in Ruhe um. Ich will nichts liegen lassen. Aber ich glaube, wir haben alles. Die Truhe da war noch wichtig. Die hatte ich ja von außen gesehen. Ja, ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Und können jetzt auch entspannt weitergehen. Machen wir auch. Kommt die nächste Horde Gegner. Okay, let's go. Nee, dachte schon. Das Ding könnte uns hoch auf den Berg bringen. Vielleicht finden wir dort oben eine Mine. Ah, nichts übertrifft eine Fahrt mit dem Zwergenzug. Ja, das hat meine Oma auch immer schon gesagt. Kiste. Her mit dem Loot. Her mit dem Loot. Guck mal, da hinten ist auch noch irgendwas. Wir fahren mit dem Zug auf den Berg, wenn du bereit bist. Das machen wir. Gar kein Problem. Aber wie du sagst, wenn ich bereit bin. Komme ich hier irgendwie rüber? Okay. Das ist wieder, wir werden wahrscheinlich, wie Atreus schon gesagt hat in einer der letzten Folgen, wir werden dafür noch Spezialwerkzeug bekriegen. Deswegen lassen wir das erstmal sein. Ist das ein Grabstein oder was? Müssen wir auf jeden Fall dran denken. In der Stadt selbst waren auch noch zwei, drei so Sachen, wo ich dann noch weiterkommen kann und weiteres Loot erhalten kann. Müssen wir auf jeden Fall dran denken. Wir gehen jetzt erstmal hoch auf den Berg. Okay, let's go. Muss ich das steuern oder fährt das automatisch? Lol. Ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich ehrlich bin. Heimdall. Diesen Namen will ich gar nicht hören. Niemand hat ihn ausgesprochen, außer dir. Dürrli. Er musste es gar nicht sagen. Es war ihm ins Gesicht geschrieben. Oder eingebracht. In seinen Kopf. Ja.
das in Dürlins Kopf eingebrannt? Gescheiterte Rebellionen führen zu schnellen, dauerhaften Bestrafungen. Er ist ein Hauptmann von Odin. Ja, und der Träger des Gjallarhorns. Ein wahrer Gläubiger, dieser Mann. Nichts macht Menschen gefährlicher als fehlende Zweifel. Okay, das hätte ich mir auch sparen können mit der Cam. Ich dachte, es passiert noch was. Hier lang. Da ist noch ein Zug. Schauen wir, wie wir dorthin kommen. Ja, immer erst in die andere Richtung. Ist doch klar. Okay, ich dachte, ich kann jetzt hier wieder runterlaufen. Das wäre natürlich ultra lustig gewesen. Wenn der Kompass golden wird, ist ein Ziel in der Nähe. Suchen Sie die Gegend nach Hinweisen ab. Okay. Hier gibt es nicht viel abzusuchen. Vielleicht ist Tyr zu finden, unser bester Schutz. Odin wollte das offenbar unbedingt verhindern. Sobald Tyr frei ist und wieder Kriegsgott sein kann, hat Odin gar keine Zeit mehr für uns. Wenn das sein Krieg sein soll, kann er ihn haben. Oh mein Gott, ist das ein Irrgarten? Oh oh. Was zum... Wow, ist das ein Drecki? Was ist Nein. hier passiert? Sei vorsichtig. Ich glaube, der ist tot. Ja, mausetot. Hey, geh da nicht so nah ran, Mann. Warte, warte! Okay. Aua, aua. Au. Aua. Komm schon, steh auf, Bruder. Das war ja fast klar. Okay. Ich versuche das jetzt mit den Klingen, mit den Chaos-Klingen auf jeden Fall. Ich habe den Eindruck, wir haben nicht so sehr viel Schaden gemacht. Aua. Und blocken. Aua. Okay, ich kann ihn nicht packen. Okay, okay. Das war jetzt einfach nur zum Probieren, Freunde. Wir sind gleich, ich starte jetzt nochmal voll durch. Das ist natürlich ultra spannend. Also ich weiß nicht, ob ich mehr Schaden mache mit den Chaos-Klingen. Glaube aber ja. Der Schwanz, Achtung! Ich glaube, wir müssen bei der Axt bleiben. Sehr gut. Aua. Aua. Freunde, ich komme gleich wieder. Wir machen einen kurzen Cut, wenn ich ein Stück weit rausgefunden habe, wie ich den am besten bearbeiten muss. Das macht so keinen Sinn. So, Freunde, es sieht ganz gut aus. Ich hoffe, es passt jetzt. Nein! Fuck! Muss das Leben holen. Oh Gott, das ist schon wieder knapp. Das hat eben so gut geklappt. Nein, weg. Sauber. Easy, Freunde.
Also nicht easy. Gar kein Fall easy. Bereit! Schieß doch! Bereit! Oh, fuck. Ich bin so aufgeregt, Freunde. Zusammen! Gott! Er war nicht ohne. Bleiben wir wachsam. Hier könnten noch andere sein. Sorry, Freunde, ich musste gerade noch ein paar Screen. Ich hoffe, es war ein guter dabei. Alter. Hat Becky den von eben getötet? Also ungelogen. Ja, dann hat ihre Aggression sie beide getötet. Ich bin gerade 5-mal gestorben, tatsächlich. Ein schneller Aufwiegzieb, der dann. Moment. Der war echt nicht ohne. Also ich bin bestimmt 4-5 Mal gestorben. Jetzt noch, wo ich nicht aufgenommen habe. Man musste viel mit Blocken arbeiten, also mit dem Schild. Richtige Timing abwarten und dann in ihn reinpreschern. Ich bin halt zu krass offensiv in ihn reingegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mega geil. Mega, mega geil. Hat ultra Spaß gemacht. War eine kleine Herausforderung. Also so die erste gefühlt richtige. Alle anderen waren tatsächlich doch mehr machbar als der hier. Gucken, ob es hier hinten noch weitergeht. Sieht so aus, ne? Jetzt könnte man hier durchgehen. Das ist der Hauptweg. Ich glaube bald, ne? Wir gehen nochmal zurück. Und schauen nochmal ganz kurz. Weil hier war ja auch noch einiges, was man erkunden konnte. Meine Herren, ey. Das war jetzt echt nicht ohne. Und genau in solchen Momenten habe ich halt meinen Rage auch nicht zur Verfügung. Ich sehe gerade, jetzt ist er zur Verfügung, aber ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht der Fall war. Oh Gott. Hier gibt es wieder Kisten. Eine Kiste zum Öffnen. Brauchen dafür wohl Spezialausrüstung. Ja, ich glaube auch, dass wir das noch gar nicht machen können. Also jedes Mal, wenn er das gesagt hat, bisher war es hier so. Wir brauchen dafür wohl mehr Spezialausrüstung. Oh, okay, schade. Also, wir müssen uns jetzt schon ganz viele Sachen merken, die wir beachten müssen. Beziehungsweise, wo wir dran denken müssen. Ich glaube, die Hälfte werden wir einfach vergessen. Aber vielleicht bekommen wir das jetzt hier oben. Ausgeschaltet, aber ja. Wahrscheinlich eine von Bari, dem Zwerg. Dem Erbauer der großen Halle Lir. Ja, wahrscheinlich wird die von dem sein. Wer kennt ihn nicht? Ist doch ganz klar. Aber mega cool. So ein kleiner Bossfight hat mir gefehlt tatsächlich. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann waren wir doch schon auf dem richtigen Weg, Freunde. Ja, sieht gut aus. Okay. Dann weiter im Takt. Wenn wir das noch nicht machen können. Junge, Junge, Junge. Nicht schlecht, nicht schlecht. War mal etwas Anspruchsvolleres. Ich kann es nicht oft genug sagen. Let's fucking go. Da unten. Ich sehe eine Mine. Davon muss Düdling gesprochen haben. Auf der linken Seite sind Schienen. Vielleicht der nächste Zug für uns. Vater. Was, wenn ein Krieg gegen Odin nicht allein Tyrs Kampf ist, sondern auch unserer? Krieg ist nicht der einzige Weg. Wir sind Götter. Und das sagt der Gott des Krieges. Wir wollen Ragnarök aufhalten, Leuten helfen. Und was, wenn dafür ein Krieg nötig ist? Atreus. Ja gut. Mehr Loot. So. Ich glaube, hier hinten ist einfach nur Loot-Zone und es geht dann wirklich da weiter, wo wir eben waren. Gucken wir uns jetzt hier die Gegend noch kurz an. Nehmen alles schön mit, was nicht uns gehört. Mal gucken, was hier steht. Schmiede voraus. Na, da sieh mal einer an. Ui. Da könnten wir unsere Waffen aufbessern. Können wir nicht, weil hier ist zu. Kriegen wir auch jetzt wahrscheinlich erstmal nicht auf.
Ich wüsste nicht wie. Probieren wir mal was. Obligatorisch immer erst mit dem Hammer, mit dem Hammer vor allen Dingen, mit der Axt draufwerfen, um zu testen, ob man das damit aufkriegt. Aber ich glaube... Glaube... Das war's fürs Erste hier oben, oder? Wir müssen nur nachher am Rückweg dran denken, dass wir hier überall nochmal vorbeigehen. Und alles einsacken, was geht. Ich sag mal, wenn wir es vergessen, dann ist es so, aber ich versuche dran zu denken auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Hier rüber noch. Zack, zack. Da war nämlich noch eine Kiste. Alter, das ist ein Sprung. Alle, hopp. Nee. Hey, warum kann ich nicht hier rüber? Okay. Hier rüber? Lol. Das ist mal ein geiler Move. Nice. Komme ich auch wieder zurück? Das ist jetzt die bessere Frage, ne? Bleibe ich hier hängen? Ah ne, guck mal, easy. Das macht der Kratos schon. Zack, zack. Ich wundere mich immer, dass ich die Orientierung halbwegs behalten kann bei den Geschichten hier. Hast du diese Viecher, ne? Die Scheusale kommt schon wieder eine Säule. Sieht aus wie ein Nest. Hinter dir, Vater! Aua! Wenn du das Nest zerstörst, kommen vielleicht keine nach. Das ist der Plan. Ich muss aber erstmal ans Nest kommen. Mein Herr. Ich dachte, ich muss vielleicht so eine Bombe oder so einsetzen. Und ich habe schon wieder den Schlag gemacht, ne? Weil ich einfach alle Tasten drücke, wenn ich ehrlich bin. Okay, hier oben geht's weiter. Scharfe Klingen. Okay, sehr gut. Den Weg können wir nachher wieder nehmen, wenn wir zurückkommen. Da dürften wir die Ausrüstung auf jeden Fall bekommen, die wir benötigen, um das Rätsel zu lösen. Und in der Stadt unseren Loot noch zu holen. Wow, ist das Ding klein. Gut, wir müssen nach links. Warte, links von mir. Mach weiter. Wir haben's gleich. Nur noch ein bisschen nach links. Immer links. Ganz wichtig. Ja, das war's. Sauber. Runde 2. Dann mal los. Perfekt. Und ich würde sagen, bevor wir aber dann jetzt da runterdüsen und hoffentlich das Ganze überleben, ich bin's gespannt, würde ich sagen, machen wir für diese Folge erstmal Schluss. Ich mache gerade die Abmoderation, Atreus. Warte ganz kurz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen nach oben nicht vergessen. Gerne ein kostenloses Abo dalassen, falls du neu auf dem Kanal bist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.